Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Mass Effect 3. Weiter geht's. Heute wieder ohne Xorki, sondern... Nicht sondern, sondern... mit mir. Schauen wir mal rein. Eine Nebenmission werden wir heute machen. Da können wir nicht viel falsch machen. Und zwar haben wir noch offen auch den ehemaligen Severus Wissenschaftler finden. Da fliegen wir mal hin. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. 100% Aktivposten erhalten. Nice. Da müssen wir rüber. Genau. Können wir Sprit sparen. Okay, wenn die Mission anscheinend ist, oder oh, es ist ja gar nichts. Okay, passt. Wenn wir nachher noch einmal probieren. Kalifornien von den Kroganern nach den Rachenkriegen überlassen, war aber während der Kroganischen Rebellion stark umkämpft und wurde von den Turianern zurückgerobert. Damit blieb ihnen danach eine Welt auf der Basis links drinnen. Aminosäuren, die sie nicht selbst bewohnen konnten, aber auch nicht aufgeben wollten. In Zusammenarbeit mit dem Woll-Protektorat versuchten die Turianer den Planeten zu kolonisieren, zu vermieten. Okay. Aufgrund der hohen Preise, des hohen Preises und der zahlreichen nicht hochgegangenen Sprengkörper auf der Oberfläche siedeln sich aber nur wenige auf Gelix an. Hauptkunden waren Strafkolonien. Heute gilt der Planet als Symbol tragischer Verschwindung. Eine ganze Gartenwelt, die die Galaxie praktisch vergessen hat. Population 54.000, oder das geht eigentlich. Krogana, Turianer Hauptstadt, Anabundus. Und Landenfreunde. Schauen wir mal. Xorki hat gesagt, den soll man spielen. Ja, Kroganer haben wir ja keinen dabei. Irgendwas von Turianer hat er gesagt. Das heißt, ja, mit James und Ash waren wir eigentlich ganz gut dabei, muss ich sagen. James ja sowieso der Tech an sich. Waffenschaden plus für mich. Ashley. Nehmen wir James mit und Garrus. Garrus ist der... Achso, wegen Cerberus? Nö. Idi. Nehmen wir Garrus mit, weil sie was von Turianern gesagt haben. Und schauen wir mal rein. So, gleich am Anfang, nicht vergessen. Die Munition verändern. So, ich bin eigentlich recht glücklich, auch wenn hier der erste Schuss nicht so geil ist, gefällt mir das trotzdem ganz gut, das Raptor, muss ich sagen. Aber da das eine Gewehr, ja, nee, diese Firepower brauchen wir im Prinzip. Du hast... James hat auch die Waffe... James könnte die hier nehmen mit dem meisten Schaden eigentlich. Dass man durchdringen, genau. Und hier noch einen Schadensboost drauf, hätte ich mal. Was hätte man noch auf die Schnelle im Angebot? Ah, oh, Nahkampf, genau. Ja, Schadensboost. Was ist mit Nahkampf? Nahkampfschaden um 20%. Ja,
schaut aber ziemlich cool aus, aber Freunde, nehmen wir das mit hier. Das ist nice, das ist nice. Und James... Achso, ich bin ein Depp. Du bist ja sowieso mit dem... Ah nein, James, passt schon. Ja, 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 James, James, James. Du nimmst die, die passt und hast normalerweise eh die Sniper hier am Start mit dem... Ja, alles klar, perfekt. Los geht's, Freunde! Haben wir da noch... Ach du Scheiße. Garros. Was hat ich da? Elfen noch. Verbrennung haben wir Ding. Hafenwarte. Sabotage war nochmal. Ja, synthetische Wesen haben wir jetzt gar nicht so viele. Hat der Schmetter nicht schon einmal selber ausprobiert überhaupt? Detonieren erhöht Schaden und Kraft der biotischen Detonation um 50%. Ja, nehmen wir das mit. Ich weiß gerade nicht, was ich sonst... Ja, wohl die Nate. Die Nate nehme ich gerne mit. Die Nate nehme ich noch gerne mit. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, Rebell. Das ist einmal sicher nicht schlecht. Kraftschaden. Wer bist du jetzt? Garros. Ja, Sturmgewehrschaden. Kraftschaden. Ja, dann nehme ich Sturmgewehrschaden. Was haben wir da? 6% mehr Präzision. Oh. Nice, nice, nice. Must have. 6% mehr Präzisionsgewehrschaden. Das ist natürlich extrem geil. Brandmunition hätte ich ehrlich gesagt auch gerne. Gruppenmitglieder halten. Was gerade? Effektivität brauchen wir nicht. Heute gesund. Komm, das nehmen wir noch mit. Kopfschussschaden. Ja, ich weiß nicht, ob eher so beim Rein... Annäherungsmine, ja gut, die können wir da mehr Schaden reinklatschen. Und go, Freunde, los geht's. Sorry, noch mal kurze Ausbildung hier, also kurze Waffeneinstellungen vorgenommen. Los geht's. Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben kaum Infos. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Genau. Das ist wieder so ein bisschen Unterstützung natürlich dann für uns, wenn wir die retten. Oh, jetzt wird's frisch. Freunde, diese Mission wird frisch. Mal schauen, ob wir die in einem Part hier schaffen oder ob wir noch einen zweiten dann brauchen. Lass uns mal überraschen. Allzu lange werde ich nicht machen. Ich muss heute auch noch andere Sachen aufnehmen. Oh. Ja, wer kennt ihn nicht? Aus Teil 2. Ja, dann werden wir ihn wohl doch gleich wieder mal... Kein Wunder. Sorry. Ah, nicht Verbrennung. Ja. Sorry. Verlassen hat. Es ist... So, du nimmst den Sniper bitte, Panzerbrechen, und du nimmst hier... Eiskalt. Schon gut. Bleiben Sie einfach in Bewegung. Was haben diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen? So, go.
So, wie können wir den Kollegen... Bringt uns das irgendwas? Nein, das bringt uns genau nichts. Alles gesichert, Suche nach Überlebenden. Ach so, da war noch so ein Schildverstärker oder sowas, naja. So, diese Ecke schaut wieder ganz verdächtig aus, dass hier irgendwo vielleicht ein kleines Update liegt. Oder liegen könnte. Geiles Schiffchen. Jacob. Wir kommen schon. Ah, jetzt komme ich hier nicht drüber. Ja. Sorry. Der Weg war umsonst. Dachte, hier liegt was. Aber wenn wir schon da sind, können wir da mal kurz den Ausblick genießen. Geil. So. Ja, wo ist Jacob? Runter, 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 runter. Der Schwenk war ein bisschen zu extrem. Ich bin's. Ah ja, den habe ich gar nicht gesehen. Und mir ist ein Schildbonus da bekommen, ja. So, wo ist er? Da ist er. Ich bin's. Wie schön. Ich werde es überleben. Glaube ich. Hier ist Commander Shepard von der Allianz. Keine Feinde im Augenblick. Öffnen Sie die Tür. Ist Jacob da? Es ist okay, Bryn. Na gut, Ladescreen, Ladescreen. Oh mein Gott. Sorry. Mir geht's gut, aber die anderen sind tot. Was machen Sie denn hier? Ich soll diese Leute vor dem Unbekannten und seinen Kampfhunden beschützen. Sind sie weg? Jetzt schon. Doch sie kommen wieder. Sind sie okay? Ja, das geht schon. Wenn sie mich nochmal retten, bin ich ihnen langsam was schuldig. Diesmal geht's aufs Haus. Hey, auch schön, Sie zu sehen. Aha, da hält sich jemand raus. Shepard, das ist Dr. Bryn Cole. Sie hat hier das Sagen. Was geht hier vor? Sie sollen zu Cerberus gehören. Wir sind Ex-Cerberus, größtenteils Wissenschaftler. Zivilisten? Sagen wir Flüchtlinge. Wären wir nicht weggelaufen, wären wir jetzt tot. Warum will der Unbekannte Sie töten? Unsere Geschichten haben in etwa dasselbe Thema. Wir haben mit Daten von der Kollektorenbasis an diversen Komponenten einer höheren Technologie gearbeitet. Sobald jemand mit seiner Komponente fertig war, ist er verschwunden. Keine Leiche. Nur verschwunden. Bei jedem Fortschritt dachten wir würden gegenseitig unsere Todesurteile unterzeichnen. Hoffe, Sie haben Cerberus auf dem Weg raus in den Arsch getreten. Wir haben mitgenommen, was wir tragen konnten und den Rest zerstört. War doch klar, dass man sie finden würde. Wir sind eine ziemlich schlaue Gruppe. Wir hatten uns abgesichert. Aber der Unbekannte ist ein beharrlicher Mistkerl. Jetzt evakuieren! Ja, ich muss nur die Flugabwehrgeschütze auf dem Dach wieder online kriegen. Cerberus stört sie. Ohne diese Geschütze bläst Cerberus unsere Rettungsshuttles einfach vom Himmel. Könnte am Netzwerklink liegen. Ich check das. Wir treffen uns oben. Jemand sollte sich diese Wunde ansehen, Jacob. Ja, ja. Das wird schon. Ich muss nach meinen Leuten sehen, Commander. Kommen Sie rauf, sobald Sie können. Mach ich. Jacob Taylor, hier draußen. Das ist eine Überraschung. Brian finden? Es tut mir so leid. Ihr Partner war tapfer. Er würde nicht wollen, dass Sie so zusammenbrechen. Genau. Wir bringen Sie lebend hier raus. Das verspreche ich. Achso, jetzt kann ich nicht die Waffe. Okay, ich wollte noch kurz im Sniper und so die Munition reingeben. Brian, das gefällt mir nicht. Er konnte einen Blick auf die Forschung der anderen werfen und mir bietet sich einen Blick auf, auf das Gesamtbild, der alles übersteigt, was wir uns
hier hätten vorstellen können, nicht in unseren schlimmsten Albträumen. Ich werde anfangen, meine Arbeit selbst zu sabotieren. So schlimm ist es. Wir müssen so schnell wie möglich darüber reden. H. Punkt. Commander Shepard, ich habe von Ihnen gehört. Noch ein Cerberus-Überläufer, wie es scheint. Etwas in der Art. Dr. Gavin Archer, wir haben wohl beide den Unbekannten hintergangen, jeder auf seine Art. Wie sind Sie hierher gekommen? Meine Forschung für Cerberus hat vielen Leuten geschadet. Ich habe Dinge getan, die kein Mensch tun sollte. Da war ich also, mit Blut an den Händen. Blut, das ich nie abwaschen konnte. Dem Unbekannten war das egal. Er sagte, unser Ziel sei größer als jedes Opfer, das wir bringen müssten. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Opferung und Mord. Also hat der Unbekannte Ihre Kündigung nicht angenommen. Für einen Mann, der gerne Vorträge über die Grautöne der Moral hält, ist sein Weltbild ziemlich schwarz-weiß, sobald es um Gehorsam geht. Entweder du machst mit, oder du stirbst. Woran haben Sie bei Cerberus gearbeitet? Es nannte sich Projekt Overlord, ein Experiment, um gewaltlose Methoden zu finden. Zur Kontrolle der Geth. Das scheint gar keine schlechte Idee zu sein. Ja, aber wie alles, was der Unbekannte anfasst, wurde auch meine Arbeit in gewisser Weise korrumpiert. Nur so viel, es nahm kein gutes Ende. Was ist schiefgegangen? Das war purer Zufall, leider. Die Geth reagierten nicht auf meine Versuche, mit ihnen zu kommunizieren. Bis mein jüngerer Bruder David einen Durchbruch erzielte. Er war Autist, mit mathematischer Inselbegabung. Er beherrschte in kürzester Zeit die Sprache der Geth und kommunizierte mit ihnen. Sie meinen, er konnte direkt mit den Geth sprechen? Zunächst nur rudimentär. Und deshalb beschloss ich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich schloss David direkt an ihr Netzwerk an. Es kam zur Reizüberflutung. Kein Gehirn, nicht einmal das eines Genies, kann diese Informationsmenge verarbeiten. Es trieb ihn in den Wahnsinn. Hat David das freiwillig gemacht? Der Unbekannte wollte Ergebnisse und ich wollte ihn zufriedenstellen. Zuerst schien es harmlos zu sein. Sie haben Ihren eigenen Bruder dazu gezwungen? Glauben Sie mir, ich durchlebe diesen Albtraum jede Nacht. Er drehte durch. Sein Geist wurde zu einem Computervirus und infizierte unsere sämtlichen Systeme. Er tötete Dutzende Labormitarbeiter. Am Ende mussten wir über der Basis Nuklearwaffen zünden, um den Amoklauf zu beenden. Das ist hart. Das war's, Doktor. Ich weiß zu schätzen, dass Sie uns helfen, hier rauszukommen, Commander. Alles klar. Den nehmen wir mit. Modstation brauchen wir mal keine. Was ist mit euch? Die Tech der Stockholm-Zelle sollen ihre eigenen Kisten packen. Ich brauche sie hier oben. Seien Sie nicht so. Sie sind zu klein. Das dauert höchstens eine Minute. Bikes B mitgenommen. Die Proben vom Projekt Mia müssen mit dem zweiten Shuttle rausgehen. Ich habe schon eine Kiste fallen lassen, weil meine Hände so stark gezittert haben. Wir werden es schaffen. Wie ist der Status der Geschütze? Ist noch nicht so weit. Meine besten Leute arbeiten daran. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43 plus Forschungsassistenten. Eine Flucht mit mehr als 40 Leuten? Wer um sein Leben fürchtet, ist zu vielem imstande. Brim, ich kann die Komponenten für die genetische Verstärkung unmöglich rechtzeitig abbauen. Tut mir leid, Doktor. Die Arbeit ist wichtig, aber Sie müssen sich um Ihre Familie kümmern. Moment, hier gibt's Familien? Kinder? Heilige Scheiße. Die haben also ihre Angehörigen mitgebracht? Ja, wir haben hier 17 Kinder. Partner, Ehepaare, Eltern. Ich habe diesen Leuten eine Zuflucht versprochen. Ein neues Leben ohne Cerberus. Ich hatte nur nie gedacht, dass der Unbekannte... Kein Zögern jetzt. Bringen wir die Leute von hier weg, verdammt. Und wir verlieren keinen mehr. Diese Flucht muss präzise durchgeführt werden. Ich hatte gehofft. Wir haben alles versucht, um das hier zu vermeiden.
Wie sieht's aus? Weiß nicht. Von hier kann ich's nicht reparieren. Ich gehe aufs Dach. Da ist gerade ein Cerberus-Shuttle gelandet. Sind Sie dabei? Sie sind verletzt, Jacob. Ich kümmere mich um die Geschütze. Niemals. Das sind meine Leute. Ich gehe. Nach einer geglückten Selbstmordmission kriegen Sie nicht gleich eine zweite. Okay. Ich lotse Sie von hier aus durch. Cerberus stört wahrscheinlich den Satellitenlink. Sagen Sie, wenn Sie die Steuerung gefunden haben, dann gebe ich Ihnen den Code. Alles klar. Sag ich. Dr. Cowell, haben Sie kurz Zeit? Natürlich. Wie ist Ihre Beziehung zu Jacob? Wir haben viel erlebt. Ein alter Kollege von ihm hat uns vorgestellt. Durch Jacobs Augen habe ich erkannt, was aus dem Unbekannten geworden ist. Ich war so in meine Arbeit verliebt, dass ich das Offensichtliche nicht sehen wollte. Mein Geldgeber war korrupt. Verstehe. Darum ist es auch wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Ich weiß nicht, was wir ohne ihn getan hätten. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Ich war Physikerin, bis der Unbekannte sich auf die Kollektoren fixiert hat. Es war ein Paradies für Forscher. Ich hatte die modernste Technik und so viel Personal, wie ich brauchte. Für technische Perfektion ist dem Unbekannten nichts zu teuer. Diese Perfektion hat mich schon ein paar Mal fast umgebracht. Und Ihr Leben gerettet. Komisch daran zu denken, nehme ich an. Mag sein. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Für jeden, oder nicht? Welche Arbeit von Ihnen will Cerberus unbedingt haben? Sie basiert auf Tech von den Kollektoren. Im Grunde geht es um die Kommunikation von Reaper zu Kollektor. Dr. Horace Armstrong und ich arbeiteten an einer Praxisanwendung, einer Art Implantat. Kaum hatte er seine Komponente fertiggestellt und arbeitete an etwas anderem, verschwand er. Was war eigentlich Ihr Job bei Cerberus? Okay. Ich war Physiker. Es war für technische... Diese und ihr Leben. Komisch daran. Mag sein. Sorry. Andererseits, das Leben steckt voller Ironie. Wir gehen. Für jeden, oder nicht? Danke, Dr. Cole. Dann lasse ich Sie mal weiterpacken. Nochmals danke für alles, was Sie für uns tun. Alles klar. Bla bla bla. Bla bla. Okay, ich komme gleich. Das lasse ich jetzt auch mal, falls wer lesen will, natürlich. So, da ist rot. Ah, gehen wir vorher mal kurz noch da rein, bevor wir die Tür aufmachen, dass noch nichts startet. Ja. Das Bett. Hey, sind Sie okay? Wie war's denn? Warten Sie kurz. Wie war was? Verrückt. Ich hätte nicht gedacht, Sie je wiederzusehen. Das Gefühl kenne ich. Wie sind Sie zum Söldner geworden? Ach so. Lange Geschichte. Ein Angebot von Leuten, die mir was bedeuten. Ich konnte nicht ablehnen. Es scheint Ihnen gut zu gehen. Es sind tolle Leute. Sie kämpfen für ihre Ideale. Das mag ich. Ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Genau, können wir noch kurz mit ihm quatschen hier? Denken Sie noch dran, was Ihrem Vater passiert ist? Es verfolgt mich eher. Das war's? Wie lange kennen Sie Bren? Wir trafen uns über einen gemeinsamen Freund in der Mumbai-Zelle. Ist ein Jahr her. Hatten viel gemeinsam. Dann kam sie wegen ihrer vermissten Kollegen zu mir. Wollte meinen Schutz, meine Hilfe, eine Zuflucht finden. Konnte ich Nein sagen? Was ist sie für Sie? Wir sind zusammen. Sie leiten zusammen diese Enklave. Werden Sie sesshaft, Jacob? Ja, vielleicht. Es ist nur... Wenn das unsere letzten Tage sind, möchte ich bis zum Schluss diese Leute beschützen. Ein Leben aufbauen, was immer davon übrig ist. Was ist passiert, Jacob? Warum arbeiten Sie an einem Ort wie diesem? Nach unserer Rückkehr? Naja, wenn man eine Selbstmordmission überlebt, sieht vieles anders aus. Ich habe Cerberus verlassen, alles aufgegeben
und war eine Weile am Mittelmeer. Hab sie aus den Augen verloren. Und was haben Sie beim Meditieren an der frischen Luft gelernt? Dass ich nur für Dinge kämpfen sollte, die mir etwas bedeuten, die mir am Herzen liegen. Wir könnten sie brauchen. Verlockend, Shepard, aber es gefällt mir, wo ich bin. Ich bin wichtig für diese Leute. Ich will ein Leben. Ich will eine Familie. Alles klar, verstehe schon. Nein, Shepard, die Normandy ist ihre wahre Liebe. Manchmal möchte ich sie schon gern zum Teufel schicken. Nein, das können sie nicht. Gibt's was über Cerberus, das ich wissen sollte? Der Unbekannte war besessen von der Indoktrination. Das ist klar. Haben Sie sich je gefragt, was da schief ging? War ich so blind? Ich hielt ihn für einen Idealisten. Warum konnte ich das Böse nicht sehen? Werfen Sie sich nichts vor. Und wenn Sie die Kristallkugel zum Laufen bringen, sagen Sie Bescheid. Ich möchte gern wissen, wie es hier ausgeht. Mach ich. Was ich tun muss, ist, die Leute hier rauszubringen. Stimmt. Gehen wir es an. Alles klar. Soll man noch was starten? Ja, komm. Wenn Jacob sagt, dass alles in Ordnung kommt, glaube ich nicht. Aber meine Tochter... Was hätten diese Leute gemacht, wenn wir nicht aufgetaucht wären? Der Unbekannte will diese Leute unbedingt haben. Gehen wir noch ein Stückchen. Vielleicht haben wir noch ein kleines Gefechtchen. Da haben wir schon die Waffe in der Hand. Sehr schön. Alles klar, eine neue Pistole, die Carnifex. Schaut jetzt relativ normal aus eigentlich. Wir können sie überraschen. Indem wir das eigentlich auch zerschießen, Freunde, oder? Was? Jetzt haben wir schon wieder keine Munition drauf, das ist doch ein Witz. Oder ich zumindest. So, geh mal die Sniper her. Die andere mal aus, sicherheitshalber. So, Munition jetzt drauf oder jetzt? Na Gott sei Dank, wenn ich check das erste Mal. Na, ist doch da noch. So, wo sind die Gegner? Hallo, Cerberus. Ah, da ist er. Wow. Okay, nächstes Ziel, Satellitenturm. Steht doch einer, oder? Oh, vielleicht dürfen wir... Moment. Okay, entweder gehört er zu uns oder... Eigentlich ja nicht. Und go. Munition haben wir wieder. Sehr schön. Kohle, XP, alles da? Jacob, die Schüssel müsste jetzt wieder online sein. Korrekt, aber die Geschütze sind es immer noch nicht. Ah, zu spät, sorry. Sie manuell aktivieren. Gehen Sie zurück zur Vorderseite der Anlage. Weitere Feinde im Anmarsch. Haben wir bemerkt. Oh.
Boah, sorry, ich musste kurz muten, wegen Niesens. Ah, fuck! Aber Schilddinge mal weghauen hier. Gib mal einen Sniper. Geschütz wegholen! Vorrücken! Unten bleiben und Deckung suchen! Kann man das da irgendwie vielleicht? Ich gehe mal ein bisschen nach vor, weil ich glaube, wir müssen da... So, da haben wir jetzt ein bisschen einen Bonus entleichten, aber brauchen wir den überhaupt? Ist da oben einer? Ich glaube nicht. Wir müssen eh da, ja, da zur Abwehr. Wir müssen da rauf und die Flugabwehrgeschütze manuell aktivieren. Das glaube ich allerdings auch. Gehen wir mal rauf hier. Das andere Geschütz ist noch deaktiviert. Wir müssen darüber. So, kommen wir gleich über ein Dach rüber. Das wäre natürlich nice. Geil, dann haben wir das Geschütz wieder. Credits. So, da ist es, genau. Zack. Komm, 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 komm. Fehlfunktion beim Anschluss. Reparatur und Neustart. What? Einer von uns muss die Reparaturen durchführen. What? Was für Reparaturen? Ja, du bist mehr der Tank. Ja, dann Garrus. Garrus, Sie reparieren. Mach ja, du bist außerdem eh da. Bisschen der Techniker auch da im Ding. Gehen wir mal jetzt den Sniper hier. Noch keine Anvisierung. Was für eine Tante da. Wie gehen die Reparaturen voran? Ich arbeite so schnell ich kann. Na komm!
mal wieder weg, mein Geschütz. Ist ja kein Ding. Erledigt, fahren Sie die Geschütze jetzt hoch. Alles klar, wird gemacht. Alles klar, Kollege. Ja, wir sind hier ein bisschen schneller unterwegs, habe ich ja schon gesagt. Deshalb dauern auch die Kämpfe nicht allzu lange, aber wir müssen unbedingt weiterkommen zu Teil 4. Also, dass wir fertig werden. Shepard, Flugabwehrgeschütze wieder online. Verstanden. Bringen wir diese Leute hier raus. Okay, nice. Okay, die Geschütze holen bereits Cerberus-Schiffe vom Himmel. Wie stehen wir? Alles im Plan. Im ersten Shuttle sitzen bereits alle unter 16 Jahren. Commander, wann sollen wir hier weg? Wann haben wir die besten Überlebenschancen? Jacob, was meinen Sie? Sind wir bereit? Fast. Wir könnten weg, aber es gibt keinen zweiten Durchgang. Richtig. Wir haben einen Versuch. Und wir wollen nichts zurücklassen, das dem Unbekannten irgendwie nützlich sein könnte. Sie entscheiden. Warten Sie auf mein Signal. Beginnen Sie mit der Evakuierung am Befehlsterminal. Verstanden. Ja, was haben wir jetzt noch? Evakuierungsphase Alpha. Begeben Sie sich direkt zu den Sammelpunkten für die Shuttle. Ja, dann drehen wir noch eine Mini... Unten war doch noch so eine Tür. Die Evakuierung läuft. Ist sonst noch etwas? Danke, Doc. Nochmals Dank. Ach so, wenn wir vorher noch nicht geredet hätten mit ihr und mit Jacob, dann könnten wir jetzt noch reden, aber theoretisch haben wir jetzt alles. Da ist jetzt zu. Sonst noch etwas, Shepard? Wir sind bereit, sobald Sie es sagen. Was ich tun muss. Stimmt. Gehen wir es an. Alles klar, ich glaube, wir sind eh bereit. Ist da unten die Tür vielleicht jetzt grün noch? Das ist das Einzige, was wir noch schauen und dann gehen wir schon los. Ne, die ist auch rot. Na, okay, dann gehen wir zum Terminal. Und go. Ja, geil, wenn wir das hier noch in dem Bad schaffen. Schießen Sie ein Loch und dann starten Sie Shuttle 1. Alle hier begeben sich zur Shuttlebucht und... Selbstmordpilot hat ein Geschütz zerstört! Cerberus-Truppen sind... Bringen Sie die Leute hier weg! Na, war ja gar. So, dann geht's wieder los. Schauen wir mal, jetzt ist unten grün, wir müssen wahrscheinlich runter. Ja, genau. Beeilung! Sichern Sie erst die Shuttlebucht, damit wir die Tür öffnen können. Begeben Sie sich dann raus zum Landeplatz. Verstanden. So, weg da, wir kommen, wir haben keine Zeit, Freunde, für so einen Blödsinn. Jacob, rauf mit der Haupttür! Verstanden, Shepard. Es geht los! Okay, bringen wir diese Leute hier raus. Was für ein Schildgenerator? Shuttle verteidigen!
So, wo sind die Feinde? Ah, da sind sie! Jacob, bitte komm! Wie ist Ihr Status? Shepard, die Anlage wird überrannt! Die Cerberus-Truppen sind überall! Noch ein Shuttle mit Flüchtlingen, richtig? Bestätige! Wir schaffen das! Wir müssen sie nur noch ein klein wenig länger aufhalten! Nice! Shuttle 3 unterwegs. Der letzte Zivilist. Shepard, Achtung! Wir werden überrannt! Wir müssen weg! Bin mit dem Shuttle zu Ihnen unterwegs! Und dann gern. Verstanden! Das hängt gleich das Shuttle in der Luft. Haben wir noch einen. Achtung! Gerade ist so ein Drecksmack gelandet! Jacob, halten Sie durch! Ein Drecksmack! Ihnen eine Landezone frei! Was hast du da? Achso, das geht da nicht. Wird von Schilden geschützt. Überlastung klingt gut. Feuer? Jacob, Landezone gesichert. Nice, dort sind zerrissen. Oder hätte man den Können jetzt einnehmen? Verstanden! Trupps Echo Tango Delta gelandet! Oh, jetzt kommen aber ein paar viele! Jetzt sollten wir schon langsam verschwinden! Ah, Shepard wieder hier, der Hero! Alleine! Aber geiles Bild! Er trifft natürlich nicht. Oh. Shepard! Commander! Verstärkung trifft einfach! Und weg. Das war mal wieder haarscharf, was Shepard? So schön, könnte man sagen. In Aktion zu sehen. Ja, cool. Haben wir nächstes die Sache erledigt? Ich hatte befürchtet, wir bringen niemanden lebend raus, aber dank Ihnen haben wir es bei fast allen geschafft. Danke. Dr. Cole, ich habe eine Bitte und Sie können sie mir nicht verweigern. Ich brauche Ihre Hilfe gegen die Reaper. Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Mhm. Und Sie können sich ja auch auf die anderen zählen. Sie auch, Jacob. Ich brauche Sie. Natürlich, aber ich möchte bei diesen Leuten bleiben. Sie wollen sich unserem Team nicht anschließen? Ich bin hin und her gerissen, aber ich muss mich um diese Familien kümmern. Das ist jetzt mein Platz. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ich verstehe, natürlich. Passen Sie gut auf Sie auf. Die Allianz braucht diesen Tiegel. Geht klar! Prima. Melden Sie sich bei Admiral Hackett wegen Ihres Auftrags. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen, Commander. Ich fühle mich besser, nur weil Sie auf unserer Seite sind. Danke. Shepard, wenn das alles vorbei ist... gebe ich einen aus. Passen Sie auf sich auf. Mache ich. Hackett hier. Ich schicke ein größeres Wissenschaftsteam. Ich habe das Dossier. Alle Cerberus-Überläufer, passen Sie auf sie auf. Das werde ich. Sie können gleich am Tiegel mitarbeiten. Jacob Taylor ist bei Ihnen und sucht bereits einen Platz für die Familien. Auch er ist von großem Wert für uns. Dem unbekannten Dr. Cole abzujagen, ist wirklich ein Coup. Sie ist ein großer Gewinn für uns. Je früher der Tiegel fertig ist, desto besser werde ich mich fühlen. Und ich erst. Shepard Ender. Nice. Ja, ein bisschen Kohle wieder bekommen. Sehr schön. Schauen wir noch, wie viel Prozent das wir sind und dann werden wir diesen Part für heute beenden, Freunde. Ja, Bereitschaft auch so 50%, obwohl wir da
Die Terminusflotte 200 ist neu. Valus Bomberflotte 75 genau. Zivilverteidigung Streitmacht 57. Militärstärke 5000. 2000 effektive militärische Stärke, okay. So, was haben wir noch? Ex-Severus. Ehemaliger Severus-Wissenschaftler. Dr. Brian Cole und Jacob Taylor, beide mit 25, sind wir 75 bei Ex-Severus. Geil. Und 50 ist was? Oder ist das der Tiegel? 50, Egal, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich darf mich für heute verabschieden und danken. Da ist auch der Tiegel eigentlich im Hintergrund, sehr gut. Ja, wir können da drinnen abschließen, aber wir können trotzdem Richtung Brücke marschieren. Und für heute mal Schluss machen. Nice, dass wir die eine Mission da geschafft haben, dass in dem Tempo. Gefällt mir auch ganz gut. Ist es zwar nicht die riesen Herausforderung, aber... Commander, Dr. Chatworth lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Gut, dann fahren wir gleich einmal runter. Und werden das nächste Mal machen, gleich als erster das Gespräch mit ihr. Da haben wir eh nichts, das passt. Dr. Chakwas, danke, danke, danke. Müsste im Crew-Deck sein und schauen wir uns an, was sie so zu sagen hat für uns. Oder was sie uns mitteilen will. Und Sie wollen dieses Spiel wirklich spielen? Was ist los, Vakarian? Haben Sie Schiss? Ich weiß nicht mal, was das ist. Nur, dass jeder in der Galaxie davon abrät, das Zeug zu probieren. Aber falls Sie vermuten, ich hätte Angst, fangen wir an, Vega. Alter vor Weisheit. Okay. Als ich bei C-Sicherheit war, habe ich einen batarianischen Spionagering gesprengt, der ein Ratsmitglied töten wollte. Ich bin auf Omega gegen ein Dutzend wütender Batarianer angetreten, ganz allein. Einen von ihnen habe ich als Landekissen für einen Sprung aus dem dritten Stock benutzt. Meins war nur zum Aufwärmen. Ich wollte sehen, was sie haben. Also, ich habe diesen Typen aufgespürt. Er hieß Saren. Ich habe ihn vor 3 Jahren daran gehindert, eine Geth-Armee aufzustellen und die Reaper auf uns loszulassen. Das zählt nicht. Das haben sie zusammen mit Shepard gemacht. Stimmt. Ich war bei Shepard. Von Anfang an. Das bedeutet nur, dass sie alt sind. Okay, diese plaudern wir dann an und auch Dr. Chakwas drinnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Das war's mit diesem Part und ja, bis zum nächsten Mal. Zu 90% meistens morgen. Aber es kann immer wieder was dazwischen kommen. Aber wie ihr schon von Teil 1 und Teil 2 wisst, ziehen wir das hier durch. Außerdem muss ich ja den Teil 4. Andromeda steht vor der Tür. Ja. John Shepard aufgenommen, die mit James hier und Garros und Dr. Chakwas sagen Tschüss für heute und wir sehen uns eben, wie gesagt, höchstwahrscheinlich morgen wieder. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.